Pasta Fantastico. In Thomas steckt ein feuriger Italiener. Wir machen einfach eine geile Küche. Er bringt Leidenschaft und Liebe damit ins Spiel. Aber reichen Passion und Amore im Caperi wirklich aus, um ein Tischfeuerwerk zu entfachen? Thomas ist ja kein Italiener. Deutscher, macht italienische Küche. Ich habe gedacht, naja, hoffentlich werde ich nicht enttäuscht. Caperi heißt Kapern auf Deutsch. Sind die deshalb ein Muss beim Essen? Ich bin irgendwann auf so ein Kapernest gestoßen. Das war wie eine Bombe im Mund. Ich habe die Caponata nicht gemacht. Dass der Thomas die Schuld auf seinen Koch geschoben hat, das fand ich einfach doof. Und das wird ein Heimspiel. Das gewinnen wir. Runde 3 in der Hauptstadt. Momentan führt Frank mit der ständigen Vertretung, gefolgt von Roman mit seinem Restaurant Vorwerk. Als Dritter steigt Thomas in den Ring. Auch Köche brauchen mal Urlaub. Deshalb macht sich diese Woche Mario Kotaska als Vertretung für Mike Süßer auf den Weg. Heute befinde ich mich genau auf der Grenze zwischen Kreuzberg und Neukölln. Und der Volksmund sagt so was Schönes wie Kreuzköln auch dazu. Und da ist das Restaurant vom Thomas. Italienische Küche steht heute auf dem Speiseplan. Und natürlich verbinde ich damit so was Schönes wie leckeres Olivenöl, italienischen Wein, aber auch Schinken und Käse. Und im Caperi, das heißt so viel wie Kapern auf der einen Seite, aber auch sowas wie Donnerwetter, erwarte ich natürlich auch ein richtiges Geschmacks-Donnerwetter auf dem Teller. Und genau das ist der Plan von Thomas. Das Caperi betreiben wir jetzt etwas über ein halbes Jahr. Und wir versuchen eine klassische, ein bisschen aber auch moderne italienische Küche aus guten Zutaten einfach, aber lecker auf den Tisch zu bringen. Die Liebe zum Kochen wurde Thomas quasi in die Wiege gelegt. Ich koche wirklich aus Leidenschaft. Ich habe schon meiner Mutter gern beim Kochen zugeguckt. Wenn ich aus der Schule gekommen bin, hat der geholfen. Und dann in Italien, also bei meinem italienischen Schwiegervater, der konnte so gut kochen und das hat so einen Spaß gemacht und da habe ich mir alles abgeguckt. Reicht das, um unseren Profi zu beeindrucken? Hier ist es also. Sieht von außen eigentlich ganz schnucklig aus. Typisch italienisch, keine Kartenzahlung möglich. Und ich suche jetzt mal den Thomas. Hallo Mario. Ah, Mario. Wie geht's? Grüß dich. Alles gut? Ja, fein. Du, Thomas, ich muss fragen, weil italienischer Vorname ist klar, aber wie spricht man jetzt dein Restaurant richtig aus? Caperi. Caperi. Genau. Aber du bist kein Italiener? Nein. Wie kommt es dann zu dieser Namensgebung? Wir machen italienische Küche und ich habe italienische Compagnons. Die typisch italienische Karo-Tischdecke fehlt allerdings. Sieht aber richtig edel aus, jetzt muss ich sagen. Schön mit diesen Läufern auf dem Tisch. Die Wände in frischen Farben. Und es ist eigentlich genauso, wie ich das auch erwartet hätte. Antipasti strahlen mich hier aus einer wunderschönen Vitrine an. Ja. Ich sehe da wunderschön gereiften Parmesankäse. Ja, 4 Jahre. Hier schöne Schinken- und Wurstwaren. Genau, die sind aus Süditalien von kleinen Herstellern. Die importieren die Compagnons selbst, die sind okay. 2 Sizilianer. Aber mal ganz kurz so zum Konzept. Es ist jetzt nicht nur Antipasti, sondern was erwartet mich noch alles so im Caperi? Ja, wir machen auch italienische Vollküche. Und die ist im Caperi weit entfernt von Pizza Fungi und Pasta Mista. Mit unserer Speisekarte unterscheiden wir uns schon vielleicht von dem klassischen Italiener, wo du Lasagne, Ravioli oder Spaghetti Bolognese findest. Wir versuchen da schon so ein bisschen ausgefallenere, auch individuellere Gerichte einfach auf den Tisch zu bringen. Ich glaube, wir machen einfach eine geile Küche. Klingt vielversprechend. Wir sind auch eine Weinbar sozusagen und wir haben italienische Naturweine und zwar ausschließlich. Ah, das sind sie. Wir verkaufen die auch außer Haus. Dann die Olivenöle, die macht die Familie von Pietro. Ja, soll eines der besten Olivenöle der Welt sein. 19,90 Euro für einen halben Liter ist schon absolute Obergrenze. Es wird aber natürlich, wenn man das Caperi betritt, so eine gewisse Erwartungshaltung geweckt. Also man sieht diese schönen Lebensmittel, man sieht die Weine, man sieht diese Antipasti, es sieht schick aus. Also da ist es so von der Erwartungshaltung so, dass ich sage so, aber jetzt bitte. Andiamo. Ja, dann komm mal rein in meine kleine Küche. Also die ist wirklich winzig, wie du siehst, aber La Cucina. Jede Ecke auszunutzen und kriegen es hier auch gebacken. Ja. Also mehr als 2 Leute passen natürlich nicht rein zum Arbeiten. Aber Platz ist in der kleinsten Küche und ich muss sagen, die ist echt klein. Ja, krass, ne? Das ist natürlich eine Riesenherausforderung.
Ich glaube, wünsche dem Thomas, dass nie alle 40 Gäste auf einmal kommen, denn da müssen selbst eingespielte große Küchen dann wirklich die Flinte ins Korn werfen, denn wenn alle Gäste auf einmal bestellen, bist du immer chancenlos. Ich möchte jetzt erstmal wissen, heute auf dem Speiseplan steht welches Gericht? Okay, ich mache dir Ossobuco mit einem Safranrisotto. Mm. Ich war mal mit einer Italienerin verheiratet. Ich habe ja 10 Jahre in Italien gelebt. Und ja? Das Rezept ist von meinem Schwiegervater. Es ist ganz traditionell. Also Ossobuco ist einfach diese geschmorte Kalbsbeinscheibe, die dann dieses Löchlein in der Mitte, wo das Knochenmark noch drin ist, ist ein wunderschön vorzubereitendes Gericht. Man kann das so ein bisschen vorschmoren. Es entsteht daraus eine leckere Soße. Genau, dann haben wir hier 3 schöne Scheiben. Schönes Fleisch, Bio. Ja. Hier aus Brandenburg. Ob das Kalb aus Brandenburg genauso geschmacksintensiv ist wie das Rind aus der Lombardei, soll sich zeigen. Fest steht, Thomas ist mit Herzblut bei der Sache. Also das Fleisch wird leicht meliert. Ich klopfe das dann nochmal ab und gucken wir mal. Ja. Man spürt diese Passion für die italienische Küche und der Thomas ist da sehr, sehr, sehr fachlich versiert und der liebt einfach diese italienische Küche und eine der Hauptgrundzutaten der italienischen Küche ist auch Amore. Ich sehe schon, es ist angebraten. Ja. Zwiebeln sind dabei. Nehmen leicht Farbe. Knoblauch kommt ein bisschen später dazu. Habe ich schon drin. Jetzt kommt da ein bisschen Weißwein dazu. Weißwein? Ja. Man könnte es auch mit Rotwein machen. Würde ich in dem Fall auf keinen Fall machen, weil gerade mit dem Safranrisotto nachher würde mir farblich nicht so gut gefallen, wenn die Soße zu dunkel ist, dann durch den Rotwein. Und auch geschmacklich finde ich, Risotto wird ja auch mit Weißwein angesetzt, das ist einfach, das korrespondiert besser miteinander. Wenn man ein dunkles Schmorgericht macht, dann nimmt man einen roten Wein, einen mit farbintensivem Rotwein. Und wenn man was hell schmort für eine helle Soße, dann nimmt man einen Weißwein. Und dieses Korrespondieren, dieses Gegenantworten, Weißwein bei der Haxe, Weißwein beim Risotto, klingt für mich sehr professionell erklärt. Jetzt kommt die Gemüsebrühe obendrauf. Ja. Wann ist der Moment, wo du sagst, ab jetzt braucht es nur noch Deckel drauf und Ruhe, Ruhe, Ruhe? Ab jetzt. Also psst, das Kalb braucht Ruhe und die findet es im Ofen, wo es ganz relaxed vor sich hin schmoren kann. Das gilt allerdings nicht für unsere Kochkollegen. So, jetzt würde ich das Risotto mal ansetzen und zwar als allererstes habe ich hier den Safran. Oh. Der kommt aus Afghanistan, den kriege ich hier von 2 Jungs aus Berlin. Safran, das teuerste Gewürz der Welt? Richtig. Also es ist wichtig, dass der ein bisschen Zeit hat zum Ziehen, so ein bisschen sich das Aroma entfaltet und die Farbe abgibt. Na, durch das vorherige Ziehen im Wasser löst sich halt dieser Farbstoff aus diesen Blüten und dann kann man das wunderbar mit in das Risotto eingeben und dann färbt es halt so schön gelb um. Vor Gelb kommt aber erstmal Grün, nämlich Lorbeerblätter in Olivenöl. Also, kann man hier mit den Lorbeerblättern sehen, wir schön, wenn das Öl Temperatur kommt, weil der Reis wird ja kurz getoastet und dann erst abgelöscht. Also das ist alles fachlich richtig erklärt. Man könnte auch meinen, man steht neben einem halbitalienischen Kochbuch. Also Risotto-Reis unterscheidet sich von normalem Reis, einfach weil es ein anderes Korn ist. Es ist ein Rundkornreis. Und dann gibt es diese 3 großen Sorten, Carnaroli, Arborio und Superfino. Und daraus gelingt eigentlich immer ein gutes Risotto. Es sollte schlotzig sein, aber es sollte auch noch al dente sein. Kurz anbraten reicht. Jetzt kommt wieder der Weißwein ins Spiel. Und vor allem der Safran, der maßgeblich für Farbe und Geschmack verantwortlich ist. Oh, einmal gieße noch ein klein bisschen an. Also das sieht für mich gut aus. Mit gutem Aussehen verdient man sich hier aber leider keine Punkte. Das Fleisch. Das Fleisch, lass mal einen Blick reinwerfen. Genau, da wollte ich ja noch einen Pfeffer dran machen. Ich muss kurz meine Brille beschlägt. Natürlich. Also das Fleisch muss weich sein, die Soße muss abgestreckt sein, die muss wahrscheinlich noch irgendwie ein bisschen gebunden werden. Und dann kommt es halt auf den Geschmack des Risottos natürlich drauf an. Ich bin ein Spielertyp. Also wenn ich ein Spiel mache, will ich das auch gewinnen. Und ich glaube auch, dass wir ganz gute Chancen haben, weil wir sympathisch sind und weil wir gut kochen. Und deswegen gibt's für Mario jetzt Ossobuco mit einer extra Portion Selbstbewusstsein. Aber liegt Thomas mit der Einschätzung seiner Kochkünste richtig? Wenn man was Gutes isst, kann man seinem Gesicht nicht sagen, jetzt guck mal böse. Ich muss sagen, mir schmeckt's ausgezeichnet. Ich würde mir vielleicht wünschen, dann auch heute, wenn die Kollegen kommen, dass du oder deine Kellner vielleicht noch einen kleinen Löffel dazulegen, denn dieser Schmorsud ist fantastisch.
Ich hätte gerne so eine kleine Flocke grobes Salz auf das Mark oben drauf gehabt. Aber okay. Das ist wirklich Jammern auf ganz hohem Niveau. Eigentlich ist es gar kein Jammern, denn das Risotto ist perfekt und das Fleisch ist so wunderbar mürbe und saftig. Mm. Also ich würde sagen, Thomas, Salute. Salute, Mario. Okay, mit der kleinen Kritik am Ende, damit kann ich leben. Und das kriegen wir bis heute Abend auch an den Start. Löffel und Salz sind da. Was für ein Glück. Ich wünsche dem Thomas, dass er es schafft, in seinem Mikrokosmos alle Abläufe gut zu gestalten, um auch dem à la carte Druck der Kollegen standzuhalten. Mich hat er überzeugt. Möge es ihm gelingen.